So. Ruhe jetzt. Vielleicht ein bisschen unnatürlich, so viele Spitzen jetzt zu haben. Minecraft ist ja eher so für die Formation bekannt, ne? Ja, alles klar. Schon besser. Alter Schwede. Naja. Oh, Creeper, Enderman, was kommt noch? Was kommt alles noch? So. Naja. Hier den Baum noch. Und ja, den zünden wir gleich an. Die, ach guck mal, wir haben 42 Rohholz. Da brauche ich gar nicht mehr weitermachen. Das wird schon reichen. Haben wir hier ein kleines Guckloch. Ob ich das lassen werde, weiß ich nicht. So. Und hier werde ich auf jeden Fall ganz viele Räume machen, denn sonst sieht das viel zu groß aus. Also wenn ich eine kleine Räume mache, dann wird diese Deckenhöhe vom optischen, also vom inneren Auge nicht mehr so wahrgenommen. Weil wenn du in so einem langen Raum bist, der zwar 3 hoch ist oder 4 hoch, dann kommt dir irgendwann total winzig vor in der Ferne. Wenn du dann dazwischen so kleinere Wände reinbaust, dann ist alles in Ordnung. Ja, hat was mit optischer Täuschung und so zu tun. Habe ich mir mal sagen lassen. Und so. Sehr clever. Moment. So. Gut, dann sagen wir, hier haben wir dann unseren ersten Durchgang. Moment, hier habe ich direkt verbaut. Super. So. Und an den Stellen braucht natürlich auch keine Tür rein. Das sind ja einfach nur so Durchgänge. Dann haben wir nämlich hier unseren ersten Eingang. Und dann laufen wir so rein. Und dann haben wir... Ja, ich mach das mal identisch. Dann haben wir hier so unseren ersten kleinen Raum. So. Und hier dann auch. Aha. Und hier in der Mitte bleibt frei. Hier kann man also durchgucken. Und hier mache ich... Quatsch, das war falsch. Hier mache ich dann auch zu. Und hier hat man dann so ein schönes kleines Wohnzimmer. Zum Beispiel hier mit so einer Sitzecke. Und dann hier so eine Bücherständer da rein. Und hier so einen kleinen Jacuzzi vielleicht, also keine Ahnung, so ein Badepool. Vielleicht habe ich es jetzt falsch ausgesprochen oder so. Habe ich dadurch blamiert oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist mir aber auch egal. So, ja, okay, die Räume sind extrem klein, da kann man, ja, Kisten, genau, das ist ein kleiner Kistenraum, ist ja eigentlich ein Lagerhaus. Irgendwann habe ich das mal erwähnt. Mittlerweile ist es eine kleine Residenz geworden. Ich bin gewohnt, dass die Türen automatisch zugehen durch eine Druckplatte. Deswegen laufe ich da einfach immer so durch. So, also. Dann setzen wir erstmal ein Dach drauf. Boah, richtig clever. Wir nehmen einfach Erde anstatt Holz. Das ist der neueste Schrei einfach.
Oh, warte, bevor wir das machen, blenden wir überall Fackeln. Ich habe keinen Bock, dass jetzt hier überall Viecher spawnen, wenn ich den Deckel da drauf setze. Hier sind schon welche, mache ich hier noch welche hin. Und hier. So, das sollte dann hell genug sein. Dann kann ich auch langsam hier anfangen, dicht zu machen. So. Würde schon sagen, gleich falle ich da bestimmt gleich mal rein. Ich habe vergessen, die Bäume nachzusetzen, beziehungsweise die Sitzlinge aufzuheben. Moment, das müssen wir schnell machen, sonst sind die weg. Hier konnten wir noch ein paar retten. Hier auch. 7 Stück. Ja, okay, das ist in Ordnung. Oh, da sind wieder welche übergeblieben. Nee, also... Das schreit nach Feuerzeug. So. Ach, klasse. Ich freue mich richtig, dass jetzt hier schon das Haus so weit fortgeschritten ist. So, falls ihr ein Knistern im Hintergrund ab und zu hört, dann komme ich mit den Füßen an meinen Mülleimer unterm Tisch. Möchte ich mich dafür schon mal entschuldigen. So, jetzt möchte ich aber mal gucken, wie das Haus von vorne aussieht. Also es muss eine riesige Front haben, habe ich ja schon von Anfang an gesagt. So, gucken wir mal und lassen uns überraschen. Ja, sehr kastig. Müssen wir uns das einfallen lassen, dass das von vorne vielleicht ein bisschen schöner aussieht. Na, das habe ich aber auch so gesagt, dass das dann ein bisschen komisch aussehen wird. Vielleicht machen wir hier einfach mal ein kleines Dach hin. Gehen hier ein bisschen in die Breite oder so. Naja, mal gucken. Die Kisten sind weiterhin leer. So, wie viel? Wir haben noch 7 Holz. Da wird man nicht weit kommen mit. Aber zumindest hier die kleinen Abteile könnte man schon mal ein bisschen so abdichten. So. Ah, ich hoffe, ich habe in der Hütte hier Flint. Beziehungsweise wir haben hier Kies, so ich. Ich hole mir mal kurz den Flint raus. Ich will jetzt die Bude davon abbrennen. Also nicht hier in unser frisches Haus, sondern da haben wir Flint, alles klar. Sondern den scheiß Baum da vorne. Mein Gott, hat er mich aufgeregt. Oder beziehungsweise reg ich mich ja immer noch auf. So, gib mal her. Ja, kann ich auch so machen. So, und hier das Flint hin. Einmal Feuerzeug. Jetzt brennen wir das Scheißding da ab. So töte ich eigentlich auch immer Kühe, denn wenn die durch Feuer sterben, haben wir direkt gebratenes Fleisch. Ist zwar makaber, aber wirksam. So, brennen. In der Zeit können wir schon mal hier das Holz abholen. So, hoho. Ach schön, wirklich wunderbar. Dann kann man hier noch hingehen und einzelne Bäume retten. Also hier einzelne Holzstücke. Aber wer will das schon, wenn man hier genug in Ruhe auf dem Boden sich das Holz abholen kann. So, dann können wir hier vorne direkt hingehen und das gleiche mit dem Baum machen. Das sollte reichen. Oh Gott, ich komme mir vor wie eine Alpha. Eine Alpha war das damals so. Da sind nur Teile der Bäume verbrannt. Und dann hatte man riesige Areale einfach nur schwebend in der Luft.